Hey, hey, heute eine kleine Intermezzo-Choreografie für die Homeofficele unter uns und für alle, die am Tisch gerade sitzen. Ganz vorne am Rand sitzen des Stuhles, die Fingerkuppen an dem Tisch legen und die Knie nach vorne strahlen lassen. Leisten gleichzeitig richtig öffnen. Die Muskeln des Oberschenkels wandern oder verteilen sich nach außen. Aus dem Levator Ani die ganze Wirbelsäule lang strecken. Den Kopf über den Atlas und die Ellenbogen einen zarten Zug nach unten machen lassen. Knochen des Oberarms richtig lang, Oberarmkugel zur Seite und Schlüsselbein zur Seite. Muskel des Oberarms aus der Achselhöhle nach außen und so die Fingerkuppen immer leichter am Tisch lassen. Bis die Hände sich lösen vom Tisch. Handinnenfläche schaut nach oben. Elle beugen, leicht nach unten, immer noch Muskel des Oberarms nach außen und mit dem ganzen Konstrukt jetzt die Unterarmen ganz dicht am Körper schwingen lassen. Oberarmkugel befreit halten. Brustkorb dreht sich automatisch wunderschön nach rechts und nach links. Nun die Fingerkuppen an die Oberarmkugel. Und mit den Ellbogenspitzen eine gerade Linie in der Luft zeichnen. Den Bewegungsumfang immer größer werden lassen, bis am Schluss ein Ellbogen die Ellbogenspitzen scharf zur Decke schaut und die andere genauso. Die Hände übereinander an die Wirbelsäule legen, Schlüsselbeinen so richtig zur Seite und den Kopf immer noch schweben lassen über den Atlas. Die Brustwirbelsäule schwingen lassen nach rechts und nach links. Die Beckenknochen stabilisieren lassen mit den Muskeln des Oberschenkels und den Levatorani. Ein Unterarm nach dem anderen nach oben, Knochen lang, Muskeln entspannen. Finger zart falten, Handinnenflächen ziehen die Knochen auseinander und die Muskeln butterweich. Den Brustkorb jetzt nach rechts drehen und den ganzen Rumpf nach links biegen. Wieder zurück. Brustkorb nach links und nach rechts biegen. Und wieder zurück. Brustbein bleibt körperlang. Gefalteten Finger hinter den Schädel. Ellenbogen zur Seite und aus der Kippa den Kopf leicht über den Atlas bewegen lassen. Die Hände als hintere Wand sehen, wie eine Schablone, damit der Kopf sich nicht verschiebt nach vorne oder nach unten. Bleibt immer in der gleichen Stelle. Nur lediglich das Kopfgelenk befreit bewegen lassen. Und aus dieser Mikrokopfbewegung Brustkorb ganz zart und langsam nach rechts bewegen, wieder zurück und Brustkorb aus der Brustwirbelsäule nach links bewegen und wieder zurück. Und mit jeder Bewegung das Kopfgelenk immer offener sich vorstellen. Ellbogenspitzen ziehen zart zur Seite. Wieder zurück. Die Fingerkuppen an die Oberarmkugel und wieder die Brustwirbelsäule nach rechts und nach links mit 0 Gramm Bein schwingen lassen. Aus den Sitzbeinhöcken langsam nach hinten kommen, die vordere Seite des Körpers vernetzen lassen mit dem ganzen Levator Ani, gerne ein bisschen schneller auch, wenn man möchte, und wieder nach vorne zurück. Wenn es gefallen hat, dann noch eine Runde, ein bisschen nach hinten kommen, langen Sitzbeinhöcke, Kreuzbein in Richtung Kronenpunkt und wieder zurück. Sitzbeinhöcke nach hinten, die Unterarme auf dem Tisch leicht legen, Ellenbogen zur Seite und nun Sitzbeinhöcke nach hinten oben loslassen, aus der Öffnung der Leisten und die Muskeln des Oberschenkels nach außen Mikrobewegung der Sitzbeinhöcke auffangen, aus dieser Mikrobewegung Levator Ani bis zur hinteren Wand des Beckens und zu den Beckenschaufeln Oberränder hin und so streckt die ganze Wirbelsäule einmal so richtig schön bis zum Kronenpunkt. Immer wieder
wiederholen, auch zwischendurch außerhalb dieser Choreografie und dann aus den Sitzbeinhöcke aufrichten. Sich drehen, noch auf dem Stuhl bleiben, am vorderen Rand, die Sitzbeinhöcke nach hinten, Hände hinter der Kniekehle, Leiste nach hinten, Kniekehle nach vorne, richtige Zug gegen Zug, bis die Sitzbeinhöcke sich lösen vom Stuhl. Intensivieren die Leiste und die Sitzbeinhöcke nach hinten, die Hände lösen sich von der Kniekehle, Arme nach hinten, in den Händen zwei Mangos sich vorstellen, knochenlang Muskel des Oberarms nach außen und mit den Trizeps an die hintere Seite des Oberarms pulsieren zueinander über die Schulterblätten. Und mit diesem Puls aus dem Levato Ani sich aufrichten lassen. Sich zum Stuhl hindrehen, die Leiste nach hinten, Sitzbeinhöcke nach hinten, die Hände an dem Stuhl, die Wanderschaft fortfahren mit den Sitzbeinhöcken und die Leiste nach hinten und so gleichzeitig mit den Händen den Stuhl nach vorne schieben, bis die Knochen des Oberarms sich lang neben dem Ohr strecken. Die ganze Wirbelsäule genießen in seine Streckung, Kreuzbein in Richtung Kronenpunkt und Steißbein in die Gegenrichtung. Den rechten Sitzbeinhöcker mit dem linken Handgelenk verbinden und den linken mit dem rechten Handgelenk. Die Hände lösen, Handrücken auf dem Beckenknochen, bisschen höher kommen. Die Muskeln des Oberschenkels bleiben nach außen und schön schwingen wieder mit der Brustwirbelsäule nach rechts und nach links und so langsam nach oben kommen. Über die Ferse mit aufrecht bleiben, Arme hängen lassen und nun weiter arbeiten gehen. Viel Spaß!